So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von City Skylines. Ja, nach einer Woche traue ich mich mal wieder an den Rechner. Einige fragen sich, Daniel, wo war der Livestream am Freitag? Hey, ja, einige haben es eventuell nicht mitgekriegt. Ich war auf Dienstreise, beziehungsweise war unterwegs und damit oder deswegen nicht zu Hause. Und deswegen kam da auch Freitag kein Livestream, weil ich erstens ziemlich erschöpft war, zweitens keine Lust hatte, mich mit irgendwas da noch zu beschäftigen und drittens, weil, ach ja, ich durfte mir meine Freizeit mal nehmen, sagen wir es mal so. Ne? Auf jeden Fall muss ich sagen, habe ich es vermisst, Videos zu machen. Okay, das wäre auch ein bisschen blöd, wenn ich das nicht sagen würde, oder? Nee, auf jeden Fall. Freut es mich, dass ihr das erste Video wieder seht nach knapp einer Woche, wo ich halt nur voraufgenommen hatte. Ich bin auch noch nicht auf die ganzen Kommentare eingegangen. Ich habe mir schon ein paar durchgelesen, aber es waren auch irgendwie 90, irgendwas zwischen 70 und 90 Kommentare garantiert, die da wieder kamen. Auch da ganz viele Fragen zu nach der Mutter, Daniel, wo blieb der Livestream am Freitag? Ja, da kam halt nicht, weil ich halt fertig war und keine Lust hatte, den noch zu machen. Hier hinten sind die krank. Citizen of Sick. Noise Pollution. Oh. Wie kriegen wir die denn hier wieder runter? Ich glaube, wir machen hier mal was ganz Spezielles. Zack. Machen wir das einfach mal raus. Dann sollten die hier sich wegen dem Bahnhof da nicht so viel Gedanken machen und normal das nicht. Genau, also ich bin jetzt erstmal in der ersten Aufnahme der Woche wieder. Oder für die kommende Woche. Damit ihr da halt auch wieder was sehen könnt. Oder zu sehen bekommt. Genau, was gab es in der Zeit für News? Gar keine. Doch, ich habe irgendein Spiel zugesendet bekommen, was ich mal mir anschauen soll und eventuell dazu ein Video machen. Das wird es, glaube ich, im Laufe der Woche irgendwann geben. Mal schauen, ob da irgendwie was Interessantes oder nicht. Genau. Das gab's und sonst nichts wirklich. Also ihr habt nicht viel verpasst, sagen wir es so, wie es ist. Was ist das hier? Container Terminal. Das ist ja auch mal interessant. Das könnte man dann ja hier oben nochmal verwenden. Genau. Ah, das. Ich glaube, wir können das hier so lassen. Ah, das sieht auch mega nice aus. Vielleicht nehmen wir doch nochmal eine Lampe. Die da. Tee. Und dann kommen wir hier rüber und setzen die einfach mal. Weil irgendwie muss ja hier auch eine Beleuchtung reinkommen. So. Oh, hier hinten haben wir gar nicht genug Industrie gesetzt. Das müssen wir tun, bevor die Industrie hier abwandert. Ich hoffe, das tut jetzt hier nichts. Genau. Ist ja hier alles ausreichend. Hier haben wir ja selber gebaut. Also die Ecke haben wir ja selber gebaut. Das hinten ist okay. Ja, es läuft. Genau. Auf jeden Fall will ich mich hier hinten nochmal mit diesen mit den Ausbaustufen hier beschäftigen. Hier haben wir ja so ein bisschen Platz. Und deswegen war ich hier schon auf der Suche nach einem passenden Bahnhof. Ich glaube, das war unterirdisch. Ja, das war alles unterirdisch. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich irgendwas Oberirdisches haben will, was natürlich so weit rüberragt. Problem, es gibt nur nichts wirklich. Ja, das ist schon die Tatsache. Jetzt gibt es natürlich den hier. Da kann man wieder sagen, hey, wir haben hier drei Gleise dann, wenn ich das mache. Ja, also das heißt, ich habe den hoffentlich nur einmal gesetzt. Das heißt, erstens, Steuerung A hier raus. Das können wir machen. Erstens haben wir das Gleis. Zweitens haben wir das Gleis. Und drittens haben wir dann das Gleis, die wir hier insgesamt anbinden oder angebunden haben dann. Und hier halt nur auf eins rübergehen. Das ist so ein bisschen komplex, aber wir haben ja hier genügend Mittel,
beziehungsweise genügend Platz und Mittel, um hier zum Beispiel diese, ja, um das hier alles zu ändern und zu sagen, hey, nee. Lassen wir ruhig mal. Ne? Ich mache jetzt hier mal Overlap an, damit wir hier auch so ein bisschen hier vorne das bauen konnten. Jetzt mache ich das natürlich wieder raus. Jetzt daten wir hier einmal die Straße ab. Wieso muss ich das machen? Damit hier die Straße auch ja umgebaut ist. Wie nennt man das, wie nennt man das denn am besten? Dass das hier halt passend umgesetzt wurde, ne? Ich glaube, das sieht ein bisschen hardcore aus. Ich glaube, da machen wir halt auch sowas Leichtes nur rein. Das war dann von hier aus irgendwie so und dann da das machen. Ja, irgendwie werden wir dazu was finden, hoffentlich. Vielleicht machen wir das auch erstmal tun gerade. So, dass wir hier einen gerade haben. Vielleicht dann direkt mit Overlap wieder. Dann haben wir zwar hier erstmal ein kleines Stück, was ja wieder kaputt ist. Oder sozusagen kaputt ist. Das will ich zum Beispiel nicht. Genau, das geht ja hier. Das ist ja okay. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe wieder. Ey, updaten. Wieso mache ich das? Damit es ordentlich ist. Ha. Wo will ich natürlich hin? Hier unten haben wir eine Bahnlinie. Wir haben ja hier oben durch die Brücke die Bahnlinie gelegt. Und dann hier oben halt die andere Seite. Und meine Idee ist es halt, diese Linien beide zu verbinden. Das war halt hier sehen. Cool, wir haben hier die Möglichkeit. Reicht das aus? Ja, ne? Wir haben hier die Möglichkeit, was zu machen. Auch in dem Rahmen, der uns hier ja sozusagen zugesichert ist. Ist halt irgendwie so ein bisschen... Naja. Genau. Geht das aber gar nicht. So. Genau, machen wir das einfach bis dahin. Und dann können wir ja hier so eine Schräge schon mal einbauen, weil ich will ja bis da hinten hin. Und damit wir da hinkommen, brauchen wir halt auch irgendwann eine Schräge. So. Dann machen wir hier nochmal Overlap an. Wir gehen dann zum Beispiel da rein. Dann haben wir unseren Pfeiler da unten beibehalten. Kulit ist richtig, oder? Ja. Gehen dann halt... Okay, vielleicht war das noch nicht ausreichend genug. Gehen dann halt... darüber. Overlap raus jetzt hier gerade. So, erstmal bis da, ne? Weil von hier aus können wir jederzeit immer noch irgendwas ändern, gucken, dass es halt anders passt oder passender wäre. Ja, das ist ja hier okay für dich, ne? Ja, es ist okay. Es ist okay. So, jetzt können wir zum Beispiel hier, jetzt haben wir hier zwei Linien, das ist perfekt. Können wir die eine zum Beispiel bis nach hier hinten draufziehen. Und dann sagen einfach hier. Hi. Die andere geht dann hier irgendwie weiter irgendwann. Ne? Und die zweite, die wir hier nehmen können. Wir haben hier oben zwei Ausgänge. Wir werden hier die Strecke statt nach links, nach rechts rum auch noch legen. Das heißt dann also perfekt hier durch. Oder da lang sozusagen. Dass wir dann halt hier irgendwie nochmal so ein Abzweig haben. Ich glaube, das ist sogar ganz gut. Wo ich dann hier nochmal einen Bahnhof zwischensetze. Und dann, ja, das ist ja erstmal die Frage,
wie wir da fortfahren. So. In Bahnhof. Brauche ich nur einen richtigen Bahnhof. Zack, ist es der? Ja, das ist der sogar. Dann setzen wir den da einfach hin, dann haben wir da auch weniger Probleme. Natürlich haben wir dann nur eine 2er Breite, weil ich hier unten die normale Breite behalten wollte von 4. Deswegen da der Abstand und dann legen wir das hier einfach oben runter. Irgendwie. Irgendwie schaffen wir das schon. Das ist gar nicht so schwer. Und am Ende, wieso habe ich mir das nur einfallen lassen? Achso, falls ihr im Hintergrund derzeit irgendwelche Vögel oder sowas hören solltet. Ich nehme abends auf. Ja, ihr seht es gerade selber an der Uhrzeit, die unten im Spiel eingeblendet wird. Seht ihr die gerade? Da unten. Da, ja, ihr seht sie. Es ist wirklich 21.38 Uhr auf einem Sonntag. Ich werde hoffentlich genügend Videos jetzt erstmal vorproduzieren oder noch machen können heute, damit ihr so ein paar Videos über die Woche noch oder für die Woche noch habt, weil ich gerade richtig, richtig mega Bock habe, wieder aufzunehmen. Ihr merkt das garantiert. Ich habe mir ein paar neue Sachen einfallen lassen, hierzu zum Beispiel, wo, was und wie und hast du nicht gesehen, das gehen kann. Ja. Ja. Das zum Beispiel geht gar nicht. Und ja, sowas wird dann halt nach einer Woche umgesetzt, wo man sich halt Gedanken gemacht hat, so wie kann man was am besten und gäbe es noch eine Möglichkeit, das eventuell anders zu machen. Ups. Und sowas deswegen. Aber ja, so. Dann haben wir halt hier noch diesen größeren Bogen. Dann können wir hier hinten sagen, oh, hier hinten fährt sogar auch eine Linie lang. Guten Tag, Linie, du fährst da hinten rein, hast jetzt hier noch den Halt und da den Halt und da erneut den richtigen Halt. Jetzt lassen wir dich einfach laufen. Welche ist denn das hier? Das müsste die Geradeausspur sein, ne? Nee, das ist... Ah, die führt ja hier im Kreis. Ich finde das cool. Das, ich muss gerade echt sagen, das ist mega. Jetzt kommt die Bahn einmal hier an und einmal, hier, naja, fährt einmal halt im Kreis, ne? Ist halt so. Bisschen blöd. Ja, na, ihr seht's. Ist ein bisschen, ja, nicht passend, aber okay. Wie viele haben wir denn derzeit drauf? 3, 4, 5 machen wir für 12 Stops. Das ist, glaube ich, okay. Das sollte okay sein. Dann sollten wir hier auch gleich den Spawn haben von einigen Zügen. Ja. Oder spawnen die nicht hin? Ich glaube, die sollten noch hier hinten dann spawnen, ne? Also so würde ich eigentlich denken. Oh Leute, hier den checken sogar Leute aus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Fail ist, dass hier aussteigen. Oder die laufen einfach nur noch hier hinten hin. Das kann natürlich auch sein. Oder die wollen zum Hafen. Hehe. Wieso habe ich eigentlich daran nicht gedacht? Genau, Thema Hafen. Den werden wir auch nochmal verschieben. Hier hinten werden wir dann nochmal die Bahn langlegen. So. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Ecke, die wir da haben. Overlap anmachen, damit wir hier dann auch den Pfeiler haben. Dann einmal die Straße irgendwie auf irgendwas updaten, was wieder blöd aussieht. Und hier hinten das auch. Und nochmal. Und hier unten dasselbe in grün. Irgendwie nur, dass die ganzen Gebiete da abgedatet sind. Nach dem Motto, das darf nicht. Und dann werden wir hier die U-Bahn hinten hinlegen lassen.
So, wartet mal. Ich muss mal unbedingt nebenbei schreiben. genau, also den Hafen werden wir nochmal ein bisschen hier rüber verlegen. Wir werden allgemein dann hier nochmal so ein bisschen umbauen. Genau, also hier hinten noch so ein bisschen was. Hier hinten natürlich, der Strom muss da noch hin. Derzeit haben wir aber nicht so viel Bedarf an Leuten und Gewerbe und sowas. Von daher werden wir da ja ein bisschen warten müssen, bis wir vielleicht hier hinten den Strom hinkriegen. Aber so die Streckenplanung und sowas, das kriegen wir schon hin. Zack. Das ist so. So, dann müssen wir von hier oben, glaube ich, einmal die Straße dann mit abzweigen. Ja, fast 90 Grad. Da will uns das Spiel schon wieder anlügen, dass wir da perfekte 90 Grad hatten. Was wir aber gar nicht haben. Also theoretisch fast nicht möglich, dass wir da total gerade gehen. Was ich auch interessant finde. Das Spiel sagt, ja, wir gehen da völlig gerade drauf zu. Und auf einmal guckst du und, hä? Das ist ja was völlig anderes, ne? Was will der da eigentlich von mir? Und so. Deswegen ist schon ein bisschen merkwürdig manchmal. Wenn man sich das dann anschaut und denkt sich so... Ja. Okay. Dann machen wir den doch einfach so. Eigentlich war halt so leicht nicht im 45-Grad-Winkel, aber... Okay, ich glaube, das ist da auch okay. Dann Hauptsache, wir haben hier halt diese... Ja, das Gebiet hier. Es ist ja dann schon völlig ausreichend. Können wir das ja hier hinten auch umlegen. Was nehmen wir denn hier? 125. So. Genau, irgendwie sowas würde dann ja passen. Zack. Genau, dann haben wir hier auch das schon mal. Dann hier runter. Dann das. Nee, das will ich auch nicht. Das sieht ein bisschen blöd aus. Zack. Und dann... hallo. Spiel, da. Und dann will ich von da einfach... irgendwie hier rüber. So, jetzt wissen wir ja, dass es geht. Jetzt können wir den wieder ausmachen. Zack. So. Dann wären das hier so unsere ja, Gebiete, die wir sagen können. So, was ist wirklich das Beste, wo wir lang gehen können. Und schauen. Ja, das ist eventuell eine Sache, die wir da bevorzugt behandeln können nach dem Motto. Hier zum Beispiel irgendwie Gewerbe, hier oben vielleicht nochmal so ein bisschen Freizeit. Gut, Freizeit unter der Eisenbahn. Ich bin auch ein Scherzbold. Aber sowas halt, ne? Dass wir dann hier gucken, so, das können wir machen. Was da so geht. Und dann einfach mal schauen, was da wirklich so läuft, ne? Das heißt, wie machen wir das denn hier, dass es jetzt hier am besten aussieht? Am geradesten wäre. Kann man das so sagen? Geradesten? Ja. Ich glaube, das ist... Das ist hier noch so eine Ecke. Naja. Aber ich muss sagen, hier unten die Ausfahrt wird derzeit relativ gut genutzt. Wir müssen nur irgendwo mal eine Auffahrt noch bauen. Wir haben hier eigentlich nur derzeit irgendwie Abfahrten, die dafür genutzt werden. Und das ist ja wohl nicht so das, was wir haben wollten. Wieso fahren die denn eigentlich hier? Ich glaube, die wollen alle nicht rechts abbiegen. Oder? Weil die fahren jetzt... nee. Okay, den Sinn verstehe ich nicht, den die da fahren.
dass wir... ups, falsche Taste gedrückt. Das weiß ich nicht, ob das da so richtig wäre. Also vom Weg. Wir achten da mal mit drauf. Vielleicht liegt es auch einfach nur gerade, dass wir da irgendwie... dass wir da irgendwas weggenommen haben oder so. Das ist halt... ja, nicht so... nicht so normal aussieht, ne? Also für die Straßenverhältnisse. Wir können ja mal kurz... war das der? Ja. Den hier anschauen. Und da haben wir doch das Problem schon. Guten Tag, liebes Spiel. Das Spiel darf sagen, ich möchte diese Kreuzung, ich möchte diesen Punkt, ich darf hier überall hin. Ey, muss ich Linksklick? Eine Woche spielen, nicht spielen, ist schon übel, merke ich gerade. Hier können wir das ja eigentlich relativ gut verteilen. Ja, ich glaube, das lassen wir dann so. Müssen wir halt erstmal warten, bis es halt passt. Irgendwie und ja. LKW kommt. Bitte schon die neue Ecke. Los, komm. Du fährst jetzt rechts rum. Ja, das ist gut. Und die nächsten? Ja, das läuft, glaube ich. So. Ja, also irgendwie schaffen wir das hier noch. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwie jetzt diese Lampen nochmal hinsetzen. Ich weiß nicht, unter welcher Kategorie die waren, aber die sind ja einfach zu finden hier. Die haben wir ja ganz oft schon verteilt. Einfach um die Elektrizität hier mal ein bisschen voranzutreiben, zu sagen so, hi, ich bin hier, bitte hilf mir, ich brauche hier unbedingt Licht. Ganz dämlich, wir bauen eine einfach da unten rein. Und dann, ja, derzeit vielleicht da. Dann haben wir da irgendwie eine Verbindung erstmal. Es fällt ja auch keinem auf, oder? Das sieht doch ein bisschen interessant aus. Das ist so... ich glaube... ja... irgendwie ist das halt so. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen würde. Es tut mir leid! Genau, das hier unten können wir ja noch nicht befüllen, da wir noch nicht genügend Nachfrage haben derzeit. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt hätte ich gesagt, ach komm, lasst uns hier mal irgendwas hinbauen, was da gerade irgendwie an Bedarf ist. Aber wir haben ja keinen wirklichen Bedarf gerade für irgendwas. Das ist dann doch schon ein bisschen blöd. Komm, machen wir den da rein. Dann füllen wir hier halt auch das Gebiet. So. Wie macht man das denn so, ne? Nein! Also, das sind einige, die ich hatte. Was war das hier? Ach, das war das große Ding. Das will ich nicht. Das hier könnten wir eigentlich nochmal irgendwo verwenden. Das ist sowas ähnliches, wie wir hier oben schon haben. Nur, dass wir das hier halt irgendwie hier drüben oder so mal verwenden könnten. Weil wir haben hier Eisenbahn, Straße, Eisenbahn und... ich weiß nicht was. Was haben wir hier noch? Genau, Eisenbahnstraße, Hauptstraße, Gehwege. So, ne? Jetzt habe ich den natürlich irgendwie da hingesetzt, was ich natürlich nicht wollte. Vielleicht legen wir dann die Hauptstraße oder einfach eine der Hauptstraßen hier mit drüber. Oder mal schauen, dass das halt irgendwie, ja, besser gehen sollte. Mal schauen, inwiefern wir auf sowas noch kommen und fündig werden, dass wir hier irgendwie...
sowas nochmal bauen. Aber zum Beispiel hier diese, diese tiefer gelegten Schienen, die sind schon echt nice. Vor allem auch, wie der Bauer das hier umgesetzt hat, ne? Ich finde das einfach mega mäßig. Also das sieht man ja nicht oft, ne? Dass sowas dann auch umgebaut wird oder gesetzt wird. Natürlich, der ein oder andere kennt das schon aus irgendwelchen Let's Plays oder sowas, aber die meisten sagen sich so, hä? Was ist das? Genau. Dann passt das irgendwie. So. Genau, dann werden wir das irgendwie wirklich hier oben nochmal setzen. Bäumchen erstmal weg. Bevor ich die vergesse. Außerdem ist hier noch dieses, so ein Huckel drin, habe ich gesehen. Der darf dann aber auch nicht sein. Wenn wir das hier bauen. Gibt es eigentlich relativ viele. Hierfür müssten wir nochmal die abreißen, die Schiene. Ich glaube, das ist so dann ja, das Angenehmste. Genau, müssen wir das halt abreißen. Vielleicht machen wir das denn hier alles bodentief. Gut, dann müssten wir aber auch die Wand hier neu einziehen, ne? Ups, kam raus aus dem Menü. Ich glaube, da haben wir dann noch so ein bisschen mehr zu tun, aber das schaffen wir irgendwie schon. Genau, hier oben diese Strecke wird dann nach rechts wahrscheinlich durchgehen. Und die führt dann, ich sage mal, hier unten irgendwann rein. Führen wir dann halt hier unten irgendwie rein. Vielleicht machen wir das dann so, dass hier so eine Art Pendelbahnhof ist. Dass wir den dann halt auch von hier oben hier runter direkt zum Bahnhof bringen und sowas. Also hier unten will ich dann auch noch einen Bahnhof und sowas planen. Genau, irgendwie kommt dann hier auch der Bahnhof und sowas hin. Was ich hier kurz mache, das ist jetzt nämlich auch wieder interessant. Für die Leute, die sich jetzt sagen, hey, was soll das werden, Daniel? Hier muss ich erstmal das Gebiet erhöhen, damit das auch wieder passt. Da war ja was. Ohne Witz, man verlernt ziemlich schnell ziemlich viel. Ne, also viele glauben einem das gar nicht, wenn man sagt so, ja, jetzt war ich eine Woche nicht da, jetzt kann ich nicht mehr spielen, ne? Das kauft einem keiner ab, wenn du das sagst. Und dann denkt sich jeder so, Alter, was für ein Arschloch, ne? Aber ohne Witz, ich konnte oder ich kann das Spiel nicht mehr wirklich, weil ich eine Woche lang echt nicht gespielt habe. Es hört sich schwachsinnig an, ist aber, ja, ist so, ne? Ist ja wie, wenn ihr zum Beispiel eine Woche lang nicht am Rechner saßt, wie sehr ihr das vermisst und richtig Lust drauf habt und sowas. Das ist dann doch schon, ja, so ein bisschen was anderes, wo du ja sagst so, ja, eigentlich kann ich ja und so und dann willst du auch, ne? So, machen wir 16, jetzt 14 runter und die nach da. Genau, ist ja gerade. Dann nehmen wir hier das Land wieder weg. Dann haben wir das hier schon fast wieder ja, fertig. Jetzt werden wir dann nur gleich mit einer kleinen Flut überrascht, wenn ich mich recht entsinne. Die da kommt, aber das dürfte dann ja auch nicht das Problem werden, was jetzt uns hier am meisten auffällt, ne? Zack. So, jetzt blockiert der. Ich hasse es ab und zu, dass diese Tools hier ein bisschen verrückt spielen, ne? So, dass sie hier mal so ein, wie das jetzt hier hast, dass er dann einfach mal hier verbuggt oder du dir denkst so, hä? Wieso macht er das denn, obwohl eigentlich alles richtig ist und du nichts falsch gemacht hast. Ja. Ist ein bisschen blöd. Aber naja. Hier haben wir anscheinend mehrere solcher Ecken wieder.
eventuell so ein bisschen, naja, ein bisschen eigensinnig sind. Vielleicht schaffen wir das ja, dass wir dann, wenn wir die nochmal neu bauen, dass wir diese Ecken dann hier rauskriegen. Jetzt ist natürlich die unten an der Ecke wieder da. Ich hoffe jetzt nicht mehr. Nö. Dann können wir hier nämlich den Hafen dran bauen. Das ist ja auch nicht so ja, schlecht durchdacht dann, wenn man sich das dann so denkt. Genau, dann können wir hier auch nochmal gleich gucken wegen der Steigung, weil die ist ja echt steil. Und dann schauen wir da einfach mal, was da so geht. Aber bevor ich das mache, würde ich erstmal sagen, was ist auch schon wieder für diese Folge. Es war ein bisschen was, was wir da gemacht haben. Jetzt kommt natürlich das Wasser hoch. Erstmal den Wall noch bauen. Das vergesse ich nicht. Weil davon hängt nämlich ein bisschen was ab in unserer Stadt. Muss man ja so sagen, ne? Bevor wir hier wieder eine Überflutung bekommen, ist es mir doch recht, dass wir hier mal so einen Schutzwall aufbauen. Weil es ist nicht wenig Wasser, was darüber kommt. Von daher, naja. Auf jeden Fall war es das jetzt für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich zu einer neuen Folge. Vielleicht habt ihr ja noch Vorschläge, was wir hier oben noch alles bauen können in dem Gebiet. Hier unten will ich auf jeden Fall das nochmal so ein bisschen auflockern. Vielleicht hier nochmal so einen kleinen Abstecher, so eine Art Park rein. Hier drüben soll ja nochmal so ein zweiter Industriezweig, also hier unten eher, ein zweiter Industriezweig kommen. Vielleicht hier unten so eine Mine oder sowas. Ihr schwebt da noch so ein bisschen was vor, wie das umgesetzt werden kann. Das werden wir dann irgendwie alles zusammenklären. Und zusammen anschauen, was halt geht und was nicht. Von daher bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, bis dann und ciao.